Verkaufst du Holz? Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Ehrliches Gold für ehrliche Arbeit. Ja, jetzt hatte ich halt nur nicht so viel. Alter, gibt das viel Geld. Fleißig am Bauen, wie? Mhm. Wir können es euch überall hinliefern. Ja, nach Hause bitte. Das ist eine gute Frage. Kann ich das Holz nicht einfach selbst sägen? Sehr gern. Ich kann sowieso eine Pause vertragen. Jetzt können wir es also doch selbst sägen. Willst du mich verarschen? Ich teste es nochmal. Wir müssen also wirklich erst diese Frau fragen, um das machen zu können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir werden es gleich wissen. Und... Ach, geht es mir immer wieder schwer. Diese ranzigen Holzstämme. Und so, hier den Hebel. Jetzt wieder genau beobachten. Guck mal, das ist schon vorgeschnitten. Ich sehe es genau. Du kannst gerade keinen weiteren Baumstamm bereitlegen. Bip, 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 bip. Ich habe mal selbst die Sägeräusche gemacht. Die funktionieren ja irgendwie nicht. Kann ich eigentlich... Juhu! Jubi! Hilfe! Ich bekomme ja trotzdem kein Holz. Warum bekomme ich das Holz nicht? Die Frau hat mich angelogen. Ich muss nochmal mit ihr reden. Ich muss erstmal hier reingucken. Igitt. Jetzt habe ich doch das Holz geschnitten. Warum kriege ich keins? Oder ist das automatisch zu Hause? Wo ist die hin? Ist die reingegangen? Abgeschlossen. Halbmondmühle. Die hat gleich einen Halbmond im Gesicht, wenn sie nicht wieder rauskommt. Was haben wir hier? Eisenerz. Aber jetzt hier aber gut. Ach, da ist sie doch. Ich hab dich gesucht, Mädel. Ich hab Holz gemacht. Sucht ihr Arbeit? Fleißig am Bauen, wie? Hm. Wir können es euch überall hin... Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Wir kaufen jetzt einfach ganz Fleißig viel. Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich... Ja, schick's Fleißig doch am Bauen, bla, 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 bla. Wie? Ich lasse euch die Sachen gleich... Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich... Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Wir sind gleich fertig. Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. So. Bis zum nächsten Mal. Das war ja nicht so teuer, wenn man dazu vergleicht, wie viel wir bei... Ja, wie hieß er? Jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, weil er tot ist. Der Typ in Solstheim. Beim Kjolbjörn-Hügelgrab. Wie hieß er denn? Jetzt komme ich nicht mehr drauf, das gibt's doch nicht. Naja, du weißt, wen ich meine. Bei dem Typ haben wir wesentlich mehr Geld gelassen. Und wenn wir jetzt wieder zu Hause sind und sehen, dass eine ungerade Anzahl an Baumstämmen darin liegt, also hinten müssten dann jetzt, weiß ich, zwei oder so stehen, dann wissen wir, dass wir das auch selbst sägen können und uns das einfach noch nicht angezeigt wird, dass wir die bekommen. Was ich ganz schön gemein fände. Die Rüstung sieht cool aus. Irgendwann werden wir auch schwere Rüstung umändern und die dann so verbessern, dass die uns nicht mehr beeinträchtigt im Laufen. So, Holz. H-O-Ilz. Ich sehe Feuerholz. Wo wird das denn gelagert? Ich habe keine Ahnung. So, wie viel haben wir jetzt gehabt? 140. Okay, das hat also nicht gezählt, was wir selbst gemacht haben. Naja. Ich bin froh, dass ich mit jemandem reise, der offenbar weiß, was er tut. Mein letzter Kunde kam zu Tode, als er es allein mit einer Teltrin. Teltrin, halt bitte die Klappe.
Nägel, gib mir alle Nägel. Festung aufnehmen wollte. Wand. Lehm fehlt uns. Haben wir nichts mehr drin? Lehm, 4 Stück. Wie viel haben wir da gebraucht? Moment, ich muss mal gucken. 4. Also 3 eigentlich. So. Ey, lass das Reh in Ruhe. Was hast du denn für Probleme? Macht euch bereit zu sterben. Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich steche euch in den Rücken. Ah, ich weiß, von wem ihr kommt. Ich weiß genau, zu wem ihr gehört. Den Typen aus Solzheim, wetten. Wie hieß er gleich, bei dem wir die Schuld begleichen sollten für irgendwen? Wetten, das sind die, die haben. Der hat gesagt, er schickt uns jemand vorbei. Du kleiner Pisser. So gedacht, so einfach funktioniert das mit mir. Mit uns. Mir, mit uns, mit dir. Mit ihm und mit ihr. Haben aber keinen Brief mit, okay. Bleib schön da liegen. So, wir gucken mal da rein. Weil ich gerne sehen möchte, wie das hinten jetzt aussieht. Da müssen wir einmal hier ganz durchgehen. Und dann einmal hier hinten rein. Und was können wir hier drin bauen? Das ist ja ein Lager. Da müssen wir ja... Ja, Fässer, Kommoden, Schrank, Truhen, bla. Einrichtung. Großer Tisch mit Truhe, Vitrine, Waschbecken auf Podest, Regale und so ein Zeug, ne? Außenbereich, Bank, Flachtisch. Wo gibt's denn da einen Außenbereich? Oben. Wir gucken mal noch nach oben. Huch. Erstmal schön an der Wand hängen bleiben. So. Himmelsrand. Ja, es scheint hier tatsächlich ein oben drauf zu geben. Und da können wir dann Tische hinbauen. Das ist irgendwie schön. Na komm schon, hübsches Pferd. Akatosch, der Gott der Zeit, sollte sich mal beeilen, die Zeit beim Laden schneller vorbeizubringen. Also, vergehen zu lassen. Mal da lässt er sich ja ganz schön viel Zeit. Aha. Schön. Wenn es hier nun nicht andauernd schneien würde, wäre das viel schöner. So, was bauen wir denn als nächstes? Unser nächstes Projekt. Wir müssen den Drache irgendwann mal wegschießen, aber jetzt noch nicht. So. Zeichentisch. Sonstiges. So, der Ostflügel. Wir können eine Bibliothek machen. Eine Küche. Eine Waffenkammer, was mir tatsächlich am liebsten wäre. Da weiß ich noch nicht. Werkbänke entfernen. Haus im Eingangsbereich umgestalten. Ich glaube, wir machen da jetzt erstmal eine Waffenkammer hin. So, was brauchen wir dafür? Eisenbeschläge, 3 Stück, 3 Schlösser und 6 Scharniere. Ich bin im Schwarzlicht im Morrowind aufgewachsen. Ja, schön, dass du da aufgewachsen bist. Interessiert mich jetzt aber gerade nicht. Sonst haben wir echt nichts mehr. Machen wir, glaube ich, aus Eisenbarren, wenn mich nicht alles täuscht. Falls es sich ergibt, solltet ihr die Stadt mal besuchen. Sie ist spektakulär. Spektakulär, aber jetzt bestimmt nicht, mein Freund. So, Scharniere. Eisenbeschläge. Haben wir 4 Scharniere gebraucht? Ich glaube, ja. Und Corundumbarren für die Schlösser noch. Corundumbarren.
Ich guck nochmal. Nicht, dass ich hier zu viel mache. 3 Eisenbeschläge, also noch ein Eisenbeschlag. Ah, ich glaube, das kriegen wir nicht mehr jetzt hin mit den Sachen, die wir dabei haben. Ich jetzt ein Schloss mache. Noch ein Schloss. Jetzt haben wir die 3 Schlösser. Eisenbeschlägchen. Und das war's. Ich kann noch mal gucken, aber ich glaube, jetzt fehlt uns Scharniere. Natürlich. Und Eisenerz 1 reicht da, glaube ich, nicht, um noch was herzustellen, oder? Ja, gut, 1. Aber mit 1 kommen wir, glaube ich, auch nicht weiter. Moment, was haben wir gebraucht? Nicht, dass ich das Falsche herstelle. Ich habe einfach so ein Fliegengedächtnis. Hallo? Wo ist das Haus hin? Ah. Scharniere, okay. Also, Amboss. Nein. Scharniere. Jetzt fehlen uns aber immer noch welche. Schleifstein. Wo bekommt man Stroh her? Aha, hier kommt das dann hin. Schön. Jetzt möchte ich noch mal kurz reingehen. Man muss ja vielleicht schon ein bisschen vorplanen, wie man die Sachen dann eingerichtet haben möchte. Also wie man das dann einrichtet allgemein. Weil das ja schon wichtig ist, je nachdem, wo dann die Häuser, die Erweiterungen hinkommen, was die werden. Ich gucke erstmal hier unten rein. Ich weiß, der Keller ist dabei eigentlich am unwichtigsten, aber den Keller finde ich auch am coolsten. Wo war hier die Werkbank? Ach, da. So, was konnte man hier alles bauen? Behältnisse. Die sind ja erstmal nicht ganz so wichtig. Waffenständer, Rüstungshalter, Waffenhalter, coole Eckregale. Das ist echt voll cool, was man hier machen kann. So, wo steht er jetzt? Hier, hallo. Weizen. Das wird hier voll cool. Hier. Ja, finde ich auch, gell? Tja, du weißt vieles von mir nicht, lieber Teltrin. So, das hat es eigentlich überhaupt nicht gebracht, den dahin zu bauen, aber ich finde ihn cool. Jetzt ist nur die Frage. Wie räumen wir die Wohnung dann ein? Was konnten wir denn hier vorne machen? Einrichtung? Doppelbett möchte ich hier vorne eigentlich nicht haben. Eigentlich hätte ich Ziegenhorn. Sonstiges? Feuerstelle? Ich weiß es nicht so genau, wie ich das haben möchte, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich baue das echt erst fertig und dann überlege ich mir das. Ich finde das so schwierig zu entscheiden und da werde ich auch ewig lange brauchen, um das ordentlich zu haben. Abgesehen davon, dass man die ganzen Materialien erst noch braucht. Wir legen jetzt das Zeug wieder rein. Also das, was wir jetzt nicht brauchen können, mitnehmen können. Dann gehen wir da diese purpurnen Glühkräuter und die Blubberbeeren abgeben. Die Kaugummibeeren. Und dann plane ich jetzt erstmal. Der Drache wird noch unser Haus kaputt machen.
plane ich jetzt erstmal, dass wir dann nach Weißlauf gehen und dort Moment, ich muss erstmal kurz das Zeug reinlegen, sonst ich kann nicht beides machen. Sekunde bitte, Sekunde. Nägel, Scharniere, Schloss. So, so, was habe ich gesagt? Wir gehen das Zeug abgeben und dann nach Weißlauf und dann werden wir dort erstmal Materialien rüberholen, welche sich da Moment, Teltrin. Da räume ich deine Tasche noch kurz leer. Dann hat Teltrin nämlich auch Platz, um schon Zeug mit rüberzubringen. Hm, du verstehst, wo das hingeht? Dann tun wir das ganze sonstige Zeug, was wir sonst immer haben, um zu den Schmieden zu gehen und so. Teltrin, kommst du bitte her? Was ist unser nächster Schritt? Wenn wir dadurch schneller vorankommen? Ja. Sicher. So, ich nehme alles von ihm erstmal. Aber die Sachen, die er ausgerüstet hat. Wie viel Zeug wird dem einfach mal zustecken? Das ist ja unglaublich. Und ich dachte, der hat nicht so viel bei sich und er stellt sich an. Da hinter euch. Ja, da hinter mir ist die Truhe, wo ich das Zeug alles reinstopfe. Das muss so ekelhaft sein in dieser Truhe. So. Die behalte ich und das kann jetzt alles weg. Oh, ich glaube, ich habe da gerade Pfeile weg. Mist, Moment. Die muss ich wieder rausholen. Was natürlich jetzt gerade nicht so einfach ist in dieser vollgeramschten Truhe. Manchmal gibt es da irgendwie so einen kleinen Grafikfehler, wenn man das so schnell durchzeppt. Gut, wenn ich jetzt nicht finde, ist auch... Ah, wollte gerade sagen, ist auch kein Weltuntergang. Da habe ich sie gerade gefunden. Haben sie Angst bekommen, dass sie nicht mitgenommen werden. So, Pfeile, Pfeile, Pfeile. Axt. Lass ich hier. Du bleibst hier. Ihr kommt mit. Du bleibst hier. Bleib hier, bleib hier. Bekleidung. So, ciao. Du bist schön, aber ihr bleibt alle hier. Wir haben so viele Sachen doppelt, das ist so schlimm. So, und hier vielleicht nochmal. Das hätte ich eigentlich draußen reinlegen müssen. Die Drachenknochen kommen hier rein. Alle Stück, alle sechs Stück. Ebenerz. Ja, komm, hau das erstmal alles da rein. So, Leder ist auch immer sehr schwer, das wissen wir ja mittlerweile. Ja, das kann ich später. Nein, na gut, das habe ich den da schon reingesteckt. Das Stahlzeug und so wollte ich da eigentlich nicht reintun, das hätte ich gerne bei mir gehabt, aber gut. Jetzt ist zu spät. Teltrin, wir gehen. Das haben wir später irgendwann da mal raus. Also, was heißt irgendwann? Ich glaube, unser Umzug ist nicht mehr allzu weit entfernt. Wobei, naja. Angesichts dessen, dass uns ja andauernd irgendwelche Zutaten fehlen. Vielleicht doch. Und wir haben noch keine Einrichtung. Hm. Mal sehen. Und dann werden wir zwei Kinder adoptieren. Und dann müssen die da ganz alleine in diesem Wald wohnen. In einem tollen großen Haus, aber alleine.